Moin Leute! Am heutigen Tag werden wieder grandiose Brücken gebaut. Ja, okay. Es sind keine grandiosen Brücken. Und die Brücken stürzen auch ein. Aber die Brücken werden mit ganz viel Liebe gemacht. Damit, Leute, jetzt geht's weiter mit Polybridge 2. Hier, die schier unschaffbare Brücke aus der letzten Folge. Diese Brücke hat mich wirklich zur absoluten Verzweiflung gebracht. Mein Gehirn kann irgendwie nicht verstehen, was daran jetzt nicht so richtig ist. Es hält. Er muss doch... Du musst doch da einfach nur mal drauf fahren. Aber jetzt sieht es so aus, als hätte ich eine Konstruktion, die hält. Ich bin 17% über Budget. Gucken wir mal, ob das hält. Ja, guckt euch das an. Ey, ich habe an dieser Brücke verzweifelt. Ich verstehe immer noch nicht, wie es hundertprozentig funktioniert. Aber Brudi, fahr rüber. Weil man musste das irgendwie mit so... Ach, Hydraulik und... Also, das muss ich sagen, ist bis heute mein größter Feind in diesem Spiel. Hydraulik. Guck mal, er fährt rüber und es ist GG. Jawohl. Let's go. Guck mal, was da auch die Leute gebaut haben. Wie komisch das aussieht. Soll uns nicht weiter interessieren, denn hier geht es... Oh, ein Tiefflieger. Boah, 70.000 Dollar. Ja, also der LKW muss entweder drunter durch... Oder drüber weg. Und da ich in der Vergangenheit schon Brücken gesehen habe, ey, das ist doch so wie die Golden Gate Bridge. Ich kenne mich doch aus. Na, ich würde schon, ich würde hier sowas machen. Obwohl, nee, das ist zu steil. Ich muss irgendwie testen. Ja, doch. Ja, das ist doch zu steil für den LKW, oder? Na, obwohl, das könnte vielleicht klappen. Die Frage ist natürlich, wie teste ich? Doch, doch, das ist super. Das ist super. Also hier sind wir uns ja, denke ich mal, einig, dass wir am Anfang gucken müssen, dass wir hier ein bisschen auch Stahl verbauen. So, damit hier der Anfang schon mal gut ist. Zack, wunderbar, hier gesichert. So, dann natürlich Holz. Ja, sieht doch gut aus, oder? Glaubt ihr, das hält einfach? Das wäre halt echt geil. Das hält? No way! Komm, LKW, Alter! Du schaffst, ich glaube an dich. Du hast die Kraft, du bist ein LKW. Ja, man darf ja auch mal träumen. Ja, also. Ich habe da so eine Idee. Oh ja, das ist, glaube ich, nicht schlecht. Das ist hier auch so ein Stärke-Dreieck. Da werden wir, ich werde das aber trotzdem mal hier wegmachen, weil da werde ich weiterhin hier am Stärke-Dreieck arbeiten. So. Und dann werden wir gucken, dass wir hier auch Kabel spannen, die das hier in der Mitte halten. Okay, wir sind bei 44. 47. Hält noch. Hält, 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 hält. Okay. Jetzt ist auch anfangs die Brücke nur bei 37%. Anfangs war sie eben bei 44. Oh ja. Oh ja. Würde sich ein bisschen so an, als wäre ich gerade auf Toilette. Okay, hier ist jetzt ein Bruch. Ja, okay. Ja, wir werden jetzt mal gucken, dass wir hier auch versuchen, von unten natürlich ein bisschen. Ich weiß, wir sind über dem Budget, aber dann müssen wir gleich ein bisschen ausdünnen. Okay, 34%. Das ist sehr gut. Jetzt geht er hoch, er fährt, er fährt. Ja, oh ja, oh ja. Halt dich, halt dich, halt dich, halt dich. Ich bin halt 21% über dem Budget. Vielleicht sollte ich gucken, dass ich oben Holz, unten Stahl. Dr. Schlaukopf. Oder ich brauch's gar nicht. Oder ich brauch's gar nicht. Oder ich brauch's gar nicht, weil das Ding durchfährt. Ja. Geiles Ding. Wir sind aber 14.000 drüber. Vielleicht brauche ich das nicht. Auch das hier gar nicht. Vielleicht sind die Kabel auch gar nicht so wichtig. Ja, guck mal, jetzt sind wir zum Beispiel bei... Jetzt wären wir im Budget drin. Und wir haben auch nur 32%. Ey, diese unteren Streben waren halt Gold wert, ne? Das funktioniert. Let's. Ja, ist ja kein Problem. Ja, yeah. So, dadurch, bam, 1%. Hier, den weg.
Bam. Guck mal, jetzt sogar nur noch 30% anfangs hier kaputt und so weiter. Na komm, bitte. Enttäusch mich nicht. Der hält, das hält, das hält. Komm, fahr, 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 fahr! Nein! Brudi, du warst so, ey. Okay. Hier doppelt. Yeah! Guck mal, dann können wir das doch wegschmeißen. Junge, braucht niemand. 1%. Wo kriege ich denn jetzt... Vielleicht der hier. Nee, der hier. Der ist Schmutz. So. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Fa, 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 fa. Ja! Let's go! Unterm Budget. Da habe ich nicht aufgegeben. Da habe ich weitergemacht. Jawoll! Nächstes Level. So, des Loopings Rache. Ach so, weil man als erstes... Guck mal. Ja, deswegen auch Looping. Man muss erst A1 sich holen und dann A2. Aber wie baue ich denn Looping? Ja, er muss da irgendwas kaputt fahren. Ja, das wird wieder ein Spaß, Leute. Ja, obwohl, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Ja, warte mal, wie groß ist er? Ja, er ist schon, er ist ein kleiner Diggi. Das muss ein bisschen, hier muss ich, ja. Ja, er muss dann halt hier irgendwie durchschallern. Hä? So. Paletto, bau das Ding jetzt hier. Ja. Es sieht jetzt vielleicht nicht so aus, als könnte das halten. Aber da muss man auch einfach mal Vertrauen haben. Ich verstehe gar nicht, wie das alles funktionieren soll. Ja, obwohl so. Guck mal hier. Bam, Alter. So, es geht jetzt nur darum, dass das alles mal hält. Ja. Ja, man muss natürlich auch noch hier ein bisschen bauen. Das ist natürlich ganz klar. Hier ist natürlich ebenfalls wichtig, dass wir hier eine gute Unterbodenkonstruktion errichten. Denn ohne Unterboden gibt's nicht schnell Boden. Das ist mein Motto. So. Oh ja. Oh ja. Hopp. Ja, wie ist das denn jetzt passiert? Das ist kaputt gegangen? Ja, warte. Da mache ich dir natürlich hier einen starken rein. So. Hopp. What? Paletto weiß Bescheid, wie das läuft. Ja, ja. Guck mal hier. Wir müssen den Schwung abfedern. Weil der kommt ja mit so viel Carraro daran. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir müssen hier vielleicht das alles nochmal stärker einbinden. Ich meine, wir haben noch 40.000. Jetzt mal ohne Witz. Da muss hier eigentlich noch viel mehr gemacht werden. Ja, 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 aber... Ja, wir kommen der Sache... Wir kommen der Sache auf die Spur. So, guck mal hier. Hier kommt es doch immer zu Problemen. Wir hauen raus. Junge, warum das nicht auch noch aus Stahl? Zack. Jetzt sieht das hier nämlich ganz anders aus. Und hopp! Hier muss einfach alles nochmal ein bisschen stabiler gemacht werden. Ja, das hängt da jetzt so nass runter. Ja, okay. Ich hab's gar nicht richtig realisiert, was da gerade passiert ist. Als ob. Ey, das muss ich mir nochmal angucken. Geiles Ding. Und sogar 24.000 unter dem Budget. Guck mal, das schlüpft da durch. Hopp. Geil. Hätte ich wirklich nicht dran geglaubt. Ich war eigentlich schon wieder in diesem Probiermodus, wo ich dann immer so ein bisschen so... Ja, klappt das? Ja, Aber jo, einfach. Das war jetzt wirklich der 100%ige Looping. Auch wieder absolut wilde Konstruktion. Aber ich bin, okay, da oben wurde auch mit Holz gearbeitet. Die meisten bauen dann teilweise nur mit Stahl. Monster Truck Rally. Okay, nur damit ich das mal verstehe. A1 fährt zu A11. Achso, und hält dann an und fährt zu... Okay, und B fährt zu... Okay, die beiden Autos fahren hier rüber. Ja, ich baue erstmal eine Straße. Straßen sind immer gut. Straßen sind richtig und wichtig. Okay, oh, wir haben 58.000. Na, aber da komme ich nicht hin. Aber kann ich nicht mit 58.000? Da baller ich dir hier so Bombendinger hin. Und dann ist es so, der Monster Truck ballert dann über alle drüber, oder was?
Ich war auch mal bei uns bei so einer Monster Truck Show. Junge, war echt geil damals. War ich allerdings noch ein bisschen jünger. Hält denn die Brücke? Ich will nur mal kurz. Ja, ja, dass die andere nicht hält. Ich muss jetzt hier erstmal noch die andere, die Standheftigkeit hier von dem Ding. Ich weiß nicht mal, ob das alles so schlau ist. Also das weiß ich nie, wenn ich hier Brücken baue. Also wenn ich so eine Brücke sehen würde. Junge, ich würde schnell laufen. Die ist ja krumm und schief. So, wir gucken aber jetzt einfach mal. So, er fährt jetzt darüber. So. Und er gönnt hier und er fährt jetzt einfach da. Ja, ja. Hey, ist ja super einfach. Nein, du... Ah, ja, okay. Manchmal bin ich dann ein bisschen zu selbstsicher. Gut, aber das ist wirklich... Also, da muss ich sagen, das haben wir jetzt heute aber ganz gut loggerfloggig hinbekommen. Weil da werden wir jetzt nochmal diesen machen. Junge, und dann ist GG. Dann können wir vielleicht sogar nochmal das machen. Aber das geht. Locker easy. Bam. Zack. So, hier passiert nichts. Ja, da. Und die Jungs fahren jetzt beide rein. Und ich hab's geschafft. Jawoll! Erfolg freigestaltet. Beende die stille Oase. Wir haben wieder so ein Komplex abgeschlossen. Wie viele gibt's denn noch? Grenzwertig. 47.000. Was macht man denn hier? Ich will mal gucken, wie es aussieht. Ah, wir sind in der... Wüste. Okay. Aber nun gut, Leute, das war's mit einer kleinen Runde von Polybridge 2. Falls ihr Lust habt auf mehr, vergesst auf jeden Fall nicht, ein Like da zu lassen. Schaut gerne in die Videobeschreibung bzw. auf den Paluten-Shop. Guckt da gerne mal vorbei, gibt's Mini-Paluten, vieles mehr. Danke fürs Zusehen einfach, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.